Ja, willkommen zurück. Wir sind mittlerweile bei Heft Nummer 2 und Tüte Nummer 5. Vorletzte Tüte schon. Ja, das ist schon echt extrem. Also in den letzten Folgen seht ihr, wie wir das hier schön gebaut haben. Ja, richtig sehen Sie es noch nicht, aber wir zoomen euch gleich wieder ran, wie immer, das kennt ihr ja schon. Genau, und jetzt brauchen wir auch schon ein Segel. Und was bauen wir überhaupt? Bitte? Was bauen wir überhaupt? Ein Schiff. Gut, wir bauen ein Schiff. Sehr schön. Mehr Details braucht ihr dafür nicht. Wir bauen ein Schiff, ein Boot, ein Floß. Das ist kein Floß. Es ist auch nicht nur ein Schiff. Das Piratenschiff. Von Herr der Ringe. Aha, jetzt kommen die Details. Wahnsinn. Die Zuschauer müssen auch wissen, was sie sich angucken. Ja, das weiß ich, steht oben in der Videobeschreibung. Nicht nur, die haben wir ja schon die anderen Folgen gesehen. Nicht unbedingt. Es gibt doch Quereinsteig. Gibt es? Okay. Ja. Das sieht man daran, dass, was ich, Folge 5 mehr Klicks hat als Folge 2 oder sowas. Okay. Wie zum Beispiel bei Theme Park oder so. Hui. Das ist kein. Doch, das ist tatsächlich ein Brot. Das ist ein Brot. Ein Lego-Brot! Nom nom. Dann brauchen wir den. Doch, dann brauche ich den. Un Baguette, un Franzose. Das ist hier Peter Jackson, übrigens. I'm sorry, Peter Jackson. Sorry, Miss Jackson heißt das. Nein, Lied. Sorry, Peter Jackson heißt So, Brot und eine Kette kriegt er auch noch. Ist das für den Gefangener her? Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, eigentlich ist er der Kapitän des Schiffes. Warum hat er dann Brot und Kette? Ja, die haben das hier so... Ja, warum? Interpretation ist alles. ...gemacht, dass er schon gefangen ist, ne? Obwohl er eigentlich tot ist. Und dann gib mir noch den hier. Hat noch was zu trinken. Ich bin gar nicht gefangen. Ja, das hätte er nicht, glaube ich. Die Kette. Dann musst du mit hier viel machen. Du musst den einen Knopf da reindrücken. Nein, andersrum. Nein. Versuchen Sie es. Also. Ich bin ja auch Profi. Ich als Profi schaffe es nicht. Ja, manchmal ist das so dann. Schafft das dann Laie eher als ein Profi? Das dann brauche ich doch. Ich weiß ja nicht, ob das meine Theorie überhaupt bestätigen lässt. Ja, eigentlich wird das gerade so gehen, aber dafür ist die Hand. Genau, richtig. Das geht nicht. Schon fast ein Bild. Ich drehe sie mal um. Oh nein, du hast meine Hand gebrochen. Sei ruhig, Jackson. Ja, der Piratenkapitän von. Also, man kriegt das rein, aber es flutscht halt dünner aus. Ja, wie gesagt, das. Oder kommt. Ah, ich habe noch eine Idee. Das könnte vielleicht eher passen. Ja, Bingo. Oh nein! Sehr gut. Ja, Profi. Steigt jetzt mein Stundenlohn, oder? Ja, genau. Um einen Cent! Wo kommt der überhaupt hin? Hast du da schon Platz? Noch gar nicht. Also, der kommt zuerst mal zu den anderen. Ciao. Okay. Das wird ja immer am Ende gemacht. Die Figuren platzieren. Ja. So. Das ist auch toll. Ein Teil setzt doch mal da rein. Ein Teil. Krass. Ja, Sie sollten füllen. Ja, doch. Wir haben noch 10 Seiten, Jungs. Lasst euch Zeit. Das ist cool, eine Goldmünze. Ja, manchmal verstehe ich das auch nicht. Manchmal fropfen sie das voll und manchmal dann nur ein. Bau der erste Mal ein bisschen. Jawohl, Papi. Auch so ganz. Ich bin bitte, jünger als du, ja? Bitte mach mal, bitte. Bitte. Quatsch, wir sind gleich alt. Ich bin immer noch 28. Natürlich. Was denn? Behalte mir das Gegenteil. Ich werde immer hier geschätzt. Ich ja auch. Ja, du bist ja auch jünger als ich. Hast du ja gerade selber gesagt. Ja, was? Ich werde ja auch immer jünger eingeschätzt.
Letzte Mal auch, da wir haben ja so eine 17-Jährige bei uns, die... Moment, stopp. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Wo bei euch? Bei uns auf Arbeit. Auf der Arbeit, so eine ja, Sache genau. Nicht bei ihr jetzt. Und die hat mich dann auch gefragt und dann sage ich so, ich bin 32. Wie? 32? Das sieht gar nichts aus. War völlig schockiert. Dann wollte ich dich gerade nach dem Date fragen. Nee, das nicht. Sie hat einen Freund. Mit 17? Mit 17. Aber eine nette. Schönen Gruß, unbekannterweise. Genau, richtig. Schönen Gruß. Wir grüßen so viele Leute hier. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Lego, grüßen wir auch. Lego haben wir schon gegrüßt. Diese Sendung geht raus an alle Piraten, ne? Genau. Und alle Geister. Jetzt müsste voll eine Lampe umfallen oder irgendwas. Die Geister, die ich rief. Ja. Genau. Irgendwie sowas hätte jetzt passieren müssen. So, das wird das Arsenal mit Schlüssel. Oh, Schlüssel haben wir schon mal, einen Turm. Genau, die Schlüssel von Orthanc. Da ist ein Speer hier. Aber das ist der Kerkerschlüssel. Ach ja, wenn es auch noch passt, ja trotzdem. Aber ich verstehe nicht, warum der Pirat hier, wie gesagt, gefangen ist. Weil eigentlich ist er der Kapitän. Vielleicht hat er sich nur festgekettet für den Fall, dass das Boot das Schiff untergeht. So, und der kommt jetzt. Wobei bei Flug der Karibik, da hat sie ihn ja festgebunden, da hat er ja recht. So. Das ist irgendwie schief. Das ist nicht schief. So. Oder? Ja, jetzt passt. Ja, okay, war ein bisschen schief. Muss man öfter mal Druck ausüben, ja. Ah, da kann ich doch wieder landen. Ich kann aber kleben. Ja, jetzt kommt endlich dein letzter Aufkleber. Der letzte Aufkleber. Oh, das ist ein Versteck. Ja. Für Rubin. Ne, Rubin ist rot. Was ist das? Diamant? Ein Diamant wahrscheinlich. Und eine Münze. Na gut. Klingt jetzt erstmal nicht nach viel, aber wenn das Schiff untergeht, ist es auch weg. Und Munition wird gebaut. Juhu. Wo kommt das hin? Ja, da. Ja, da. Sehr schön. Okay. Bitte schön. Nein, das kommt doch auf diesen grauen hier. Lass ich das mal drehen. Dann passt das. Da kommen auch diese zwei Flaschen jetzt an, die zur Geltung. Oh. Und die ganze Crew wird gerade umgemäht hier. So. Die ganze Meute. Auf der Bounty, genau. Jetzt kommt er hier hin. Das passt da gar nicht drauf, ne? Mach ich gerade das falsch. Ah, so. Und dann hier so hin. Kommt dann auch ein zweites Fass, genau. Ja, das ist schon. Das ist und die Flaschen. Ja, ich guck gerade, wo sie sind. Das sind keine Flaschen, ne? Das sind doch, Glas. Das sind Flaschen. Ach, umgedreht, ja, das stimmt. Die kommen ja so rum. Das auch clever, kann man das Glas und als Flasche nutzen. Richtig. Da kommt auch noch was drauf, Kollege. Da kommt nichts. Doch, da kommen so Stöpsel drauf. Nee, sie sind blanko. Das war ja nur die Münze, ne? Und das der. Nee, ich rede. Das ist doch nicht das. Doch, klar, das ist das, ja. Aber die sehen doch nicht so. Doch, das sind die Vertrauen hier. Wollen wir diskutieren oder was? Ja. Okay. Der mit den schlechten Argumenten möge beginnen. Ich baue das ja schon öfter, ne? Ha, jetzt hast du den eigentlich. Wie, du baust das schon öfter? Wir haben das gerade jetzt ausgepackt. Ja, das ja. Ja, also. In anderen Teilen ist das ja halt auch schon drin. Ich habe schon mehrere Flächen gesehen. Genau, richtig. Und wieder hast das Symbol. Hast du die viermal gemacht? Ja, wieder das Symbol. Achso, zwei da drin. Zwei ja, zum Abschießen. Genau. Lässt sich noch nicht abschießen? Doch, die lassen sich abschießen. Nicht wirklich. Na gut, noch ein bisschen. Naja, nicht auf Kinder schmeißen. Da, kommt dann in den Kerker, tatsächlich. Ja, wo er da nicht hingehört. Vielleicht haben sie sich gesagt, Peter Jackson muss rein. Dann kommt er in den Kerker.
Vielleicht ist er das ja auch gar nicht. Doch, das ist der Kapitän von Umba. So heißt er. Umba Lumba. Tja, kommt halt ein Kittchen. Tja, dann stell dir mal rein, du hast die Ehre. Ich habe die Ehre, Peter Jackson in Kittchen zu spielen. Ja, kennt ihn noch vernünftig an. Wenn er bloß nicht wieder rauskommt. Ich meine, noch kann er übers Dach fliehen, aber da werden wir leider auch dicht machen, denke ich mal. So, die Armbrust habe ich. So, oh jetzt. Gott. Kannst du Deko zerstören? Blau. So langsam nimmt es Gestalt an. Hm, es sind ja diesmal viele. Ist eigentlich immer. Du hast ja nicht nur das Schiff an sich, sondern auch Sachen obendrauf. Ja, das finde ich auch immer schön, ne? So diese Detailverliebtheit. Mhm. Im Turm gab es ja auch, die einzelnen Zimmer waren viele Sachen drin. Bei den Simpsons hatten wir das auch. Bilder an den Wände, Schreibtisch und sowas alles. Genau, und da die Karten, die dabei sind, ne? Genau, die Getränke. Die Zaubertränke, genau. Die Zaubergetränke. Dann das Bücherregal und so weiter. Ne? Ja, also das ist schon cool. Das ist schon cool, auf jeden Fall. Und wie gesagt, macht sich auch sehr gut zu Hause als Deko. Ne? Hast du schon Platz dafür auf dem Regal noch, oder? Ja, ich habe extra so ein Regal platziert. Ja, ob da noch Platz drauf ist. Nee, extra rangeschraubt. Ach so. An der Wand. Ich dachte jetzt extra drauf. Ganz extra. Nur für das Schiff? Nur für das Schiff. Hast du ausgemessen, das doch passt. Passt genau drauf. Danach ist Schluss. Danach ist wirklich Schluss. Da passt nur das Schiff drauf. Oh wow. Nur für das Schiff. Dann muss das bei dir echt eine gute Stellung haben. Ja, das muss ja auch wirken, ne? Du musst es von oben so zwei Lampen. Ja. Wie im Museum. Ja, eigentlich schon. Ne? So. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Oh, Tobias baut, das ist gefährlich. So, das wird ja jetzt da drauf dann hier, so der Deckel. Ja, dann ist Peter gefangen. Dann ist Peter richtig gefangen. So, und da kommt auch ein Schlüssel. Ja. Ja, der Ersatzschlüssel. Ja, der Ersatzschlüssel. Für den Kerker vielleicht auch. Ja, einmal ist er schon da dran. Und da ist er. Der will was anderes. Der ist zum Freigeben der Atombombe, der Schlüssel. Genau. Genau, richtig. GoldenEye, ne? Da verrat man nicht so viel. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Ja, stimmt. Dam, dam, dam. Spoiler-Alarm. Na super. Eigentlich spielen wir hier Lego und er redet von James Bond. Na gut, haben wir vorhin auch schon. Wir haben auch über Simpson schon geredet, oder? Ja, das liegt ja jetzt nicht so weit entfernt. Nee. Also, wir tun da gerne. Lego James Bond. Querbeet. Lego James Bond. Weiß nicht, aber welches Szenario sollte man dann nehmen? Das und ist. Seine Pistole. Das wüsste ich jetzt auch nicht, echt nett. Höchstens aus der Schweiz, da sind sie glaube ich häufiger mal. Oder irgendwas auf dem Wasser, ne? Ja, das ist so ein Phänomen, ich weiß nicht, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt. Irgendwie scheint jede Folge, ich glaube bis auf eine haben wir bisher gehabt, die nicht auf dem Wasser geendet hat. Ist mir auch so nicht aufgefallen. Ja, guck, muss ich erst wieder eine drauf bringen. Ja. Jede Folge scheint auf dem Wasser zu enden. Ich meine, da könnte natürlich religiöse Gründe hinterstehen. Kann sein, ja. So nach dem Motto, du hast jetzt in der Folge so viele Leute getötet, du musst neu getauft werden und Wasser hat ja was mit Tauben zu tun. Und die kommt da rein. Müssen wir die Filme nochmal im Hinblick auf die Religion betrachten, so wie sie es bei Harry Potter gemacht haben. Harry Potter und Gott gibt es auch ein Buch drunter. Aha. Ja, ja, die Religion in Harry Potter. Hat meine Tante zu Hause im Regal. Okay. Könnte man bei James Bond auch so machen. Bestimmt. Nicht umsonst hat er meine Frau mit dabei. Er ist ja nie alleine. Ja, Rihanna soll ja angeblich die neue Bond-Frau werden. Ich weiß nicht, lass mich mal überraschen.
Ich auch. Vor allem auf den Song. So, passt das? Ja. Passt. Ja, ich finde das auch cool, dass man hier so einen Maßstab auch hat. Ja, für Leute wie dich. Für Leute wie mich. Für die Profis. Ja, du weißt ja, beim Turm hatten wir zwei von diesen und dann hatten wir genau den falschen verbaut. Früher war das auch schlimm, da konnte man das echt nicht immer einschätzen. Hast du zwei Stäbe, die fast gleich lang waren und da wusste man, ja, soll ich den nehmen oder den? Aber da gab es die Sachen auch nicht in Tütchen. Da gab es eine Tüte, da war alles dran. Das sieht cool aus. Was wird das denn? Ein Fahnenmast? Der Fahnenmast, ja, meinst du? Ja, was soll es denn werden? Ein Karussell? Genau. Jetzt neu. Ja, Leo-Karussells wird es leider nie geben. Die würde ich mir gleich noch holen. Wieso sollte es das nicht geben? Es gibt schon mal sowas, doch. Es gibt, glaube ich, ein Nostalgie-Karussell. Ja, richtig. Aber sonst... So modernes Zeug gibt's da nicht. Das kommt übrigens zur Seite. Ja, habe ich gerade festgestellt. Okay. Wolltest du nur sagen, nicht, dass du nachher wunderst, warum hängt das Fähnchen? Andere Seite. Nee, so. Achso, rum kommt. Alles gut. Okay. Passt. Ja. Habe ich richtig gemacht. Okay, also super. Zur Abwechslung. Ja, super toll. Zur Abwechslung. Lass mich nochmal was machen, ja, sonst wird das wieder nichts. Ja, genau. Ich kann jetzt schon mal das Segel gucken. Du kannst mal nach dem Stil. Ach nee, warte mal. Das ist das hier. Ich habe das Segel. Ja, alles cool. Ich habe mir gerade gedacht, mir würde ein Stein fehlen, aber das ist dann doch nicht der Fall. So, muss ich jetzt vorsichtig hier rein. So. Bitte. Schon? Ja, so viel war es jetzt nicht. Ja, willst du noch so viel übrig? Achso, ja, stimmt. Zwei Sachen fehlen noch. Gut, dass ich das gesagt habe. Natürlich. Das hätte Eli auch gefallen, wenn du versucht hättest, die Fahne dran zu machen. So, und die kommen jetzt? Das kurze Teil zeigt zum... Das lange Teil kommt übers Rad. Ach Gott sei Dank nichts mit Fäden oder so. Okay. Ganz unten, ne? Nicht in der Mitte. Ganz unten. Ich wundere mich schon, warum... Oh nein, das ist auch noch falsch drauf. Bitte warten. Du musst ja nur einmal drehen, die ganze Konstruktion dann. Bitte warten. Wir ziehen die Folgen schon in die Länge. Jetzt hast du das wieder falsch drauf. Hä, wieso? Das muss nach hinten zeigen. Zum Rad. Ja, stimmt, hast du recht. Hast du recht. Junge, was los mit dir? Nix, so. Alles gut. Mhm. Wo bist du mit deinen Gedanken? Ich will es gar nicht wissen. Nirgendwo. Nirgendwo, das ist auch gut. Ja, das glauben ja Frauen nie, ne? Ich glaub's den Frauen aber auch nicht. Warum nicht so gerade? Ah, nichts. Natürlich. Wenn sie das sagen, sind sie gerade shoppen oder so, weißt du? So. Ein cooles Segel. Genau. Aber da ist noch hier so eine Schräge. Da kommt das noch? Nee. Die Schräge ist echt außergewöhnlich. Ich gucke mal. Könnte hier oben vielleicht. Also. Kann sein, dass wir das mal sehen haben. Gucken wir mal eben schneller. Geht das schnell? Ja, die kommt da oben. Sollen wir die Goldmünze noch ins Fass tun? Noch, nö. Das sicher tut die auch rein. Ja, dann mach doch. Mach doch, was du willst, ey. Machst du ja doch, was du willst. Genau. So, das war's dann auch schon. Auch mal so Sachen, ne? Machst du, was du willst, dann machst du, was du willst. Ich will aber nicht, dass du das machst. Jetzt hast du ganz abgefahren, ist egal. Ja. Cool, wir sehen uns dann bei Tütchen Nummer 6 und dem letzten. Dem letzten Tütchen. Das ging trotzdem. Sagst ja immer, weißt du, die Folge ist auch 20 Minuten lang, ich werde nicht mal nicht. Dann geht's mal ein bisschen flotter mit dem Rendern diesmal. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.